jetzt doch ein kleines Intro hier zum zweiten Teil meiner spontanen Waldreihe. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich für die vielen, vielen, vielen Kommentare unterm ersten Teil bedanken. Das ist mir jetzt echt mal ein Anliegen, dass ich das nicht nur per Text, sondern diesmal auch im Bilde mache. Ich bin begeistert, da sind so nette Kommentare dabei diesmal. Das hat mich tierisch gefreut, auch wenn ich jetzt lange nicht zum Kommentare kommentieren gekommen bin. Tut mir leid, ich habe gerade ein bisschen Stress und gerade eben, wenn man Stress hat, da muss man sich das nochmal angucken und dann hier und da den einen oder anderen tollen Kommentar lesen und dann ist der Stress gleich auch viel weniger schlimm und dementsprechend bin ich wirklich begeistert und euch sehr dankbar für all die tollen Kommentare, die da drunter sind. Ja, und deshalb gibt es jetzt den zweiten und den dritten Teil jetzt. Sowas hier findet man auch relativ häufig an irgendwelchen Schluchten oder eben sonstigen Einschnitten im Gelände. Sieht ja eigentlich schön aus, ne? Hat was Uriges, erinnert einen so ein bisschen an den Fangornwald, wenn man dann Herr der Ringe-Nerd ist. Hübsche Sache, das ist übrigens auch wieder eine Buche. Faszinierend, nicht wahr? Aber, was ganz interessant ist, eigentlich ist das hier ein schlechtes Zeichen, weil Wurzeln wachsen nicht oberirdisch. Wurzeln wachsen immer nur durch den Boden. Das heißt, als diese Wurzel hier gewachsen ist, war da noch Boden. Jetzt ist da kein Boden mehr. Schwund von Boden nennt man Erosion und Erosion ist grundsätzlich mal was Schlechtes. Es sei denn, die Erosion von Stein, aus der dann neuer Boden entsteht, quasi. Also Erosion, ja, das ist gar nicht so einfach zu definieren. Das ist halt insgesamt Abbau von dem Material, was gerade die Erdoberfläche ist. Und wenn die Erdoberfläche gerade schon aus Boden besteht, ist Erosion schlecht, weil Boden ist was Gutes. Und wenn die Erdoberfläche noch aus Fels besteht, ist Erosion gut, weil dann gibt es Boden. Dann entsteht der Boden da gerade erst. Aber das hier ist eigentlich beunruhigend, weil wie gesagt, da war ursprünglich mal Boden da, der jetzt einfach verschwunden ist. Boden kann abgebaut werden. Also das ist nichts, was immer da ist, sondern der kann tatsächlich komplett abgebaut werden und ist dann weg. Und das beunruhigt einen dann ein wenig. Wobei das hier in Mitteleuropa, also jetzt vor allen Dingen im niedrigeren Bereich, also in den Alpen ist das tatsächlich ein Problem, dass es ganz viele dieser sogenannten Luftwurzeln gibt, Wurzeln, die in der Luft hängen. Aber jetzt hier im Flachland, mehr oder weniger Flachland, also ich bin hier auf, weiß nicht, 150 Meter oder irgendwas, da ist das jetzt noch nicht so dramatisch. Okay, ich habe doch keinen Bock auf eine Schluchtsequenz. Aber was ich hier gefunden habe, ist dieser interessante Weg. Das ist nämlich kein Weg, das ist ein Wildwechsel. Gerade entlang von natürlicher Geländegrenze, also sprich der Schlucht, findet man relativ häufig Wildwechsel. Das wäre jetzt für einen natürlich interessant in einer Survival-Situation, um eine Falle aufzubauen. Also hier wäre gar nicht so blöde. Müsste halt natürlich irgendwas sein, was das Vieh dann nicht bemerkt, großartig. Außerdem gerade Wildschwein. Wenn man Wildschwein was auf ihren ausgetretenen Pfad draufbaut, das kapieren die, das kriegen die irgendwie mit, obwohl sie nicht gut sehen, aber das begreifen sie meistens schon. Also gerade Wildschweine mit Falle fangen ist immer so eine Sache. Das Reh geht schon deutlich leichter, das ist nicht ganz so schlau. Ach ja, eigentlich übrigens ganz schön hier, ne? Wir gehen jetzt in die Schlucht, wir gehen jetzt in die Schlucht. Hätte ich gewusst, dass ich in die Schlucht gehe, hätte ich andere Schuhe angezogen. Naja, Schlucht. Ne? Dieses Geräusch kam davon, dass ich hier gerade das da hinterlassen habe. Njak, njak, njak. Hübsche Schlucht, ne? Ich mag die Schlucht. War ja schon lange nicht mehr. Da war ich zuletzt noch einen halben Meter kleiner, glaube ich. Schlucht, Schlucht, Schlucht. Sorry. Das ging jetzt nicht anders. Das war die Schlucht. Jetzt sind wir hier unten in der Schlucht. Das ist natürlich ein altes Flussbett. Also wenn ihr euch jetzt fragt, wo kommt diese Schlucht her? Ein erstaunlich breites. Könnte auch gut sein, dass man das irgendwann mal irgendwie als Weg genutzt hat. In so einer Schlucht ist naturgemäß ziemlich dunkel. Daher, wenn das Bild jetzt mies ist, meine Kamera ist nicht sehr lichtstark. Es ist im Übrigen auch schon 19 Uhr. Schön finde ich halt auch immer diese toten Bäume, die dann da noch irgendwo so rumhängen. Wobei sowas natürlich auch wieder super gefährlich ist. Die halten in Waldarbeitersprech, heißt sowas hier ein Witwenmacher. Heißt, die hängen da dumm rum. Du fällst zum Beispiel diesen Baum und siehst nicht, dass der dann dran hängt. Und dann fällt dir der natürlich auf den Schädel.
Okay, so dämlich wird kein Waldarbeiter sein, der das gelernt hat, aber Otto Normalverbraucher, da gibt es so ein paar Leute, denen würde ich das zutrauen. Oder du fällst diesen Baum, dieser Baum, also der da, fällt an diesen Baum und dieser Baum fällt dann so ein Stückchen weit um und der da kommt wieder runter und es gibt eine neue Witwe. Also nur so mal ganz lapidar gesagt, also sowas ist immer, muss immer mit Vorsicht zu genießen. Deshalb sagt die Natur, der Naturschutz sagt ja, sowas ist schön, das sieht toll aus. Da können diverse Käfer im Holz wohnen, da kann der Specht drin wohnen und so weiter und so fort. Gerade so bei so stehendem Totholz, also wenn der jetzt noch richtig aufrecht stehen würde und einfach nur tot wäre und nicht gleich so krumm da hängen würde, dann wäre das im Prinzip ein Habitat für zum Beispiel einen Specht. Deshalb sagt der Naturschutz, sowas wichtig, davon wollen wir mehr. Und der Förster sagt, ja, sehe ich ja ein, aber mir tun meine Waldarbeiter leid, denen sowas auf den Kopf fallen könnte. Jetzt denkt man natürlich, okay, ja, aber wenn man das gelernt hat und da ein bisschen vorsichtig ist, dann fällt einem sowas schon nicht auf den Kopf. Leider ist es tatsächlich, die Waldarbeit ist eine unglaublich unberechenbare Sache. Und da geht so schnell mal was schief, allein, dass man auf irgendeinem Stock tritt, auf dem Boden. Nee. Davon hat es ja genug. Und teilweise ist man halt echt in Gegenden unterwegs, da sieht es noch deutlich unaufgeräumter aus als hier. Und wenn man da dann noch den ganzen Tag arbeiten muss und es kurz vor Feierabend ist und es heiß ist und die Mücken fliegen um einem rum und man schwitzt und man muss mit der Kettensäge hantieren, das Ding ist laut und stinkt und man kriegt nicht alles um sich rum mit. Die Kollegen nebendran machen den gleichen Kram, man hat eventuell schlechte Laune, die Frau hockt zu Hause und nervt. Soll ja auch mal vorkommen. Und da ist es super schnell mal passiert, dass man eine Sekunde mal nicht aufpasst und schon fliegt einem irgendwas auf den Schädel. Dann hat man zwar einen Helm auf, okay, aber Waldarbeit ist extrem gefährlich. Das sagt auch die Unfallstatistik. Genau genommen ist Waldarbeit, ich glaube, der zweitgefährlichste Beruf der Welt und damit erheblich gefährlicher als zum Beispiel Soldat. Hm? Oder Polizei. Also nochmal viel, 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 viel gefährlicher. Und das Doofe ist halt, Verletzungen, die von umfallenden Bäumen und Ähnlichem herführen, sind automatisch immer schwer. Die sind zwar selten, aber wenn was passiert, dann ist derjenige gleich entweder tot oder hat ein Gliedmaß verloren oder ist querschnittgelähmt oder sonst was. Also Arbeitssicherheit im Wald ist extrem wichtig. Und blöd ist halt eben auch, dass gerade die erfahrenen Waldarbeiter, die halt eben meinen, sie haben es voll drauf. Und das stimmt auch, die haben es voll drauf. Aber dann wird man halt irgendwann ein bisschen unvorsichtig und dann passt man mal eine Sekunde tatsächlich nicht auf, trotz all der Erfahrung und all dem voll drauf haben. Und dann hat man halt doch mal einen Ast auf dem Kopf und dann ist es halt schon wieder vorbei. Und so ein dünner Ast, der vom Baum fällt, das reicht schon. Weil der fällt, der hat eine ordentliche Geschwindigkeit, Holz ist hart und so ein Ast ist echt schwerer als man denkt, insbesondere wenn er noch vergleichsweise schnell sich eben bewegt, das langt, das überlebt man nicht. Das muss wirklich gar nicht so ein Riesentrümmer sein oder gleich ein ganzer Baum. Saugefährlich, Waldarbeit wirklich extrem gefährlich, muss man ganz, ganz vorsichtig sein und auch mit der modernen Schutzkleidung. Ganz, ganz vorsichtig sein und auch wirklich immer, 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 immer einen Helm aufhaben oder zumindest einen Hut. Aber nehmt mal zur Kenntnis, wie cool diese Schlucht hier ist. Das hat doch schon was, ne? Ich war hier wirklich schon lange, lange, lange nicht mehr drin. Sowas ist übrigens auch forstlich wieder super schwer zu nutzen, weil nehmen wir uns mal an, hier stände ein dicker Baum, was Quatsch ist, weil hier dann doch das Wasser gelegentlich mal so durchrauscht und der Untergrund einfach zu sehr in Bewegung ist, in Anführungszeichen, als dass hier irgendwas großartig super alt werden könnte. Also in der Regel nicht. Es gibt so seltene Ausnahmen, da passiert das dann trotzdem. Aber der Boden ist wahrscheinlich da unten auch ein bisschen verdichtet. Könnt mir auch vorstellen, dass es da Stauwasser gibt im Boden, das man jetzt nicht sieht. Aber außerdem ist es einfach viel zu dunkel. Das kommt noch erschwerend dazu. Wie willst du denn hier als Pflanze denn bitte wachsen, wenn hier so stockduster ist? Da geht nicht viel. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Weiß ich nicht mehr. Egal. Ja, man kann schon so andeutungsweise hier so eine Rinne erkennen. Dass hier also schon ab und zu auch mal ein bisschen Wasser fließt hier unten. So ist das ja nicht, dass das hier die ganze Zeit immer trocken steht. Also wenn so ein ordentlicher Sturzregen kommt nach einem Gewitter oder ähnlichem. Auch was man typischerweise an irgendwelchen Hängen findet, ist sowas hier, der sogenannte Säbelwuchs. Wenn man jetzt in den Alpen wäre, würde ich euch jetzt erzählen, dass das durch den Schnee kommt, der Schnee den Baum immer wieder nach unten drückt und der dann quasi diese Kurve wächst, weil der Schnee ihn dazu gezwungen hat, weil er immer wieder ein Stückchen hangabwärts gedrückt wurde.
Hier ist es aber nicht der Schnee. Dafür haben wir hier viel zu wenig. Wir sind hier fast der wärmste Flecken Deutschlands. Wahrscheinlich wird irgendein anderer Baum, der inzwischen verrottet ist, auf den hier draufgefallen sein, als der noch jünger war. Und der ist dann quasi drumherum gewachsen. Aber das ist relativ typisch. In solchen Schluchten findet man sowas relativ häufig. Säbelwuchs. Also, weil so säbelförmig, ne? Kann man sich vorstellen. Wer aufgepasst hat, weiß jetzt, was das ist, ne? Quer gestreifter Stamm. Schön zu erkennen, die Streifen. Jawohl, ja, das ist wieder eine Kirsche. Also bis hierher ist das eigentlich ein schöner Stamm. Recht wertvoll. Blöd ist halt eben, dass da jetzt noch die Äste im Holz sitzen. Irgendwann erkläre ich euch auch mal was zur Holzqualität. Habe ich jetzt keinen Bock. Bis hierhin alles noch wunderbar wertvoll. Schöner, gerader Stamm, ohne Äste. Toll, also jetzt ohne Äste zumindest. Also ganz in Ordnung. Nur aber dann kommt das da. Ein sogenannter Zwiesel. Also diese Gabeln, insbesondere wenn sie relativ tief sind, dann ist es ein sogenannter Tiefzwiesel. Dieser hier, oh. Kirschenholz ist so wertvoll, dass ich jetzt sagen würde, dieser Baum ist trotzdem noch was wert, obwohl er einen vergleichsweise tiefen Zwiesel hat. Ab dem Zwiesel kannst du ihn quasi zu Brennholz verarbeiten oder du findest einen Liebhaber, der mit dem bisschen Holz da doch noch was anfangen kann. Aber interessant ist das Stückchen halt unter dem Zwiesel. Üblicherweise schneidet man sowas, wenn man merkt, oh, der kriegt einen Zwiesel, das sieht man ja schon relativ früh, schneidet man sowas recht früh raus. Wobei, das ist eine Kirsche, die hätte ich auch stehen gelassen. Dass hier viele Steine im Boden liegen, ist ja natürlich auch ganz verständlich, weil die rollen halt einfach irgendwann mal den Hang runter, werden dann mal irgendwann ausgewaschen. Weil wir haben ja schon geklärt, dass es da viele Erosionen gibt. Und da wäscht sich dann einfach die Erde um so einen Stein dann irgendwann runter in die Schlucht und der Stein liegt frei und kullert irgendwann hinterher, wenn er komplett ausgewaschen ist. So stinknormale Vorgänge der Erosion. Eigentlich nicht weiter spektakulär, aber man muss einfach mal ein bisschen drüber nachdenken. Ne? Ist eigentlich nicht überraschend, aber muss man sich mal ein bisschen klar machen. Einfach mal wachen Auges im Wald unterwegs sein. Und sich einfach mal ein bisschen Gedanken machen, warum schaut es jetzt hier so aus, wie es hier ausschaut? Woran könnte das liegen? Das fand auch mein Großvater immer sehr wichtig. Also, dass man nicht so durch die Gegend döst, sondern schön guckt, was gibt es denn jetzt hier in der Natur und so weiter und so fort. Muss man dazu sagen, mein Großvater war sehr wichtiger Wissenschaftler, also wirklich ziemlich wichtig. Eigentlich hieß er Professor, Doktor, 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 Mist, die zweite Hand. Also jedenfalls hat er 6 bis 7 Ehrendoktoren gehabt, das weiß keiner mehr so genau. Und war also durchaus ein bekannterer Wissenschaftler und eine ziemliche Koryphäe in seinem Fachgebiet. Leider habe ich außer Begeisterung nicht viel davon geerbt. Und das sieht ja auch interessant aus, ne? Da gibt es 2 Brücken. Über diese Brücke solltest du nicht gehen, ne? Was ist das? Müll im Wald! Ja, aber in dem Fall ist es tatsächlich waldtypischer Müll. Das ist nämlich auch so eine Verbissschutzmaßnahme. Das war mal zum Baumschützen gedacht. Wie das jetzt hier in die Schlucht gekommen ist, weiß ich aber auch nicht. Inzwischen ist mir auch wieder eingefallen, warum ich überhaupt früher relativ häufig in der Schlucht war. Hier gibt's Steine! Klingt jetzt relativ unspektakulär, aber hier bei uns sind wirklich Steine, also größere Steine, die einfach mal am Boden rumliegen. Hammer nicht! Sind wirklich selten. Muss man schon wirklich zu speziellen Orten gehen, wenn man verdammte Steine finden will, um halt irgendwie irgendwas mit Steinen aufzubauen. Steinhäufchen, zu welchem Zweck auch immer. Ofen, Kranz ums Feuer, irgend sowas. Das haben wir damals zwar nicht gemacht. Wir haben fleißig kein Feuer gemacht. Wir waren immer ganz brav, was Feuermachen angeht. Ja, bis auf mit Feuerzeugbenzin haben wir uns mal ein bisschen angezündet. Aber das war nicht im Wald, das war am Fluss. Das zählt nicht. Wenn ich hier jetzt so durch die Gegend stapfe, stelle ich fest, eine Hutkamera wäre gar nicht so unpraktisch. Könnte man sich die Kamera an den Hut stecken? Ja, gut, da gibt es ja diese Dinger, diese GoPro-Teile oder wie die alle heißen. Ja. Besorgt mir mal noch ein paar tausend Abonnenten, dann kann ich davon leben und dann kaufe ich mir sowas. Also jetzt, wo ich hier so in dieser Schlucht unterwegs bin, stelle ich fest, irgendwann sollte ich hier vielleicht auch mal wieder rauskraxeln, ne? Wäre echt mal was, worüber man drüber nachdenken könnte. Jetzt weiß ich nicht. Oh.
da komme ich schon hoch. Ich hätte echt bessere Schuhe anziehen sollen. Also gerade bei sowas, gerade wenn man es gewöhnt ist, wenn man dann im Wald im Bestand unterwegs ist, also abseits vom Weg, es gewöhnt ist, da dann schwere Stiefel anzuhaben, was ich eigentlich immer habe, allein schon, um das Verletzungsrisiko zu minimieren, wenn man das viel macht. Ist ja Unsinn, wenn man mit solchen Schuhen rumlatscht, wie jetzt ich. Ne? Also im Prinzip ganz schlechte Wahl. Gut, Flipflops sind es auch nicht, aber Also meine Stiefel fehlen mir jetzt schon. Oh, da liegt auch eine umgestürzte Birke. Sowas wäre jetzt halt natürlich eine tolle Gelegenheit, um sich ein bisschen Holz mitzunehmen, wenn man da eine Säge hätte. Also ich schnitze das jetzt nicht mit dem Opinel durch. Wenn ich jetzt mein Kampfmesser dabei hätte, natürlich in einem geschlossenen Behälter, ne, Behältnis, dann würde ich auch sagen, okay, kann man sich was raushauen. Aber so bleibt die, wo sie ist. Jo, wie ihr seht, bin ich wieder oben, weil da ist unten. Und lustigerweise, gerade denke ich darüber nach, ob man nicht ein bisschen Birke sich raussägen könnte aus dem umgefallenen Teil. Die sind noch recht frisch gefällt. Das hat noch eine ordentliche Holzqualität, da kann man sich durchaus was draus machen. Birkenlöffel, eine Tasse, eine Schale, was Kleines halt, aber geht schon. Ups. Ja, ich fange schon wieder an, Mücken zu jagen. Ich habe wohl was dabei, aber wegen dem bisschen Mücke, was jetzt hier unterwegs ist, muss ich noch nicht unbedingt Anti-Mückenzeug benutzen. Ich keuche ein bisschen. Aufstieg war gar nicht so einfach. Aber worauf ich hinaus wollte, guck mal, hier hat es ganz viel tolle Birke. Also sowas ist eigentlich, wenn es so rumliegt, so unsortiert, ist es eigentlich nicht dafür gedacht, dass es irgendjemand jetzt nochmal groß einsammelt und aus dem Wald rausholt. Außerdem Birkenholz ist ja insgesamt jetzt gar nicht so beliebt. Also wenn das jetzt hier wirklich die Waldarbeiter waren oder sowas, dann würde das hier wahrscheinlich jetzt liegen bleiben. Verkaufen kannst du das nämlich nicht. Und das wäre dann eigentlich eine ganz gute Gelegenheit, wo man sich so ein kleineres Stückchen Birke mal aus dem Wald klauen könnte, ohne jemandem weh zu tun. Also so eigentlich ist das auch noch nicht korrekt. Aber man muss dazu sagen, also verkaufen kann man Holz forstlich eine Rolle spielen, tut Holz eh erst ab einem Durchmesser von 7 cm. Und das ist hier jetzt so gerade so grenzwertig. Ne? Ich habe jetzt nichts zum Messen dabei, aber ich würde sagen, so ungefähr, das haben wir jetzt. Also das wäre jetzt, wenn man das noch mitnimmt, naja. Verkaufen kann das definitiv niemand. Also das wäre, wenn dann, das schenkst du es irgendjemand oder der Förster hat seine Insider-Connections und jemand fragt nach, du hast ja nicht noch irgendwo ein bisschen Holz rumliegen und dann sagt er, ja, an der Schlucht, da liegt noch ein bisschen Birke, geh hin, nimm sie da. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das Holz so verwertet wird oder es bleibt hier einfach tatsächlich liegen bis zum Samt-Nimmerleins-Tag und verrottet dann einfach. Das geht im Fall von Birke, wenn es so auf dem Boden liegt, ziemlich schnell. In 3 bis 4 Jahren ist das auch schon ziemlich weg.